Spiel seit 1949 gespielt, ist also 44 Jahre alt und die Wiener Austria hat in Steyr nur dreimal verloren. Steyr hofft natürlich Tore zu schießen, da müssen aber auch Leute her, die das können. Nur Dubajic, der zuletzt sehr gut gespielt hat, konnte nicht eingesetzt werden. Dafür spielte von Anpfiff an wieder Walter Walthör, er spielte Sturmspitze. So, da haben wir Walter Walthör. Erst gestern Abend nach dem Abschlusstraining hat sich herausgestellt, dass Dragan Dubajic nicht spielen kann. Daher also Walter Walthör von Beginn an zweite Sturmspitze neben Music, dem Bosnier. Die Austria in den traditionellen Dressen, ganz in Violett, hier mit dem ersten Schuss von Narbekovas, noch sehr unkontrolliert. Stimmung gut in Steyr, 6500 Zuschauer, so viele waren heuer im Herbst noch nie. Und die Austria diktiert in den ersten Minuten das Geschehen hier ein Foul an Flögel, und zwar von Felbermeier. Der junge Mann hat sich einen Stammplatz erkämpft in der Mannschaft von Vorwärts. Aus dem Hinterhalt Libero Manfred Czak, aber doch weit verzogen. Ja, nicht nur Dubajic fehlt bei Vorwärts Steyr, sondern Trainer Mrakovic musste auch auf den gesperrten Matlener und vor allem auf Andi Herer verzichten, den Regisseur. Und weiter die Austria mit Peter Stöger, der heute auch einige Defensivaufgaben übernahm. Und Hasenhüttl aus dem Hinterhalt. 0:0 weiterhin. Ralf Hasenhüttl neben Andi Ogris heute als Sturmspitze aufgeboten. Allerdings, wir werden das dann gleich sehen, Ogris scheidet vorzeitig aus. Die alte Verletzung ist wieder akut geworden. Dann der erste Konter der Steirer. Franz Wohlfahrt, der Teamtormann, weit aus seinem Tor heraus. Und schon wieder die Austria im Gegenzug. Music kommt immer sehr weit zurück. Wieder Music, Walthör, Michael Novak, läuft wie eh und je, geht viele, viele Meter und abseits gepfiffen bereits. Ja, Fuchsbichler hier bereits abseits, stürmische Proteste des Publikums. Walter Walthör hat hier eingeschossen. Das war nach genau einer Viertelstunde, aber das Tor zählt nicht. Weiterhin 0:0. Die Austria versucht immer wieder, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, langsam aufzubauen. Über Kogler nach Bekova sehr viel am Ball. Foul von Novak. Dann Brosenik, rechts im Mittelfeld, aus ein guter Schuss von Christian Brosenik. Aber Manfred Trost. Trost natürlich wieder die Nummer 1 bei Vorwärts Steyr im Tor. Das ist Christian Brosenik. Da wir Andi Ogris, Pepe Hickesberger, probiert es noch einmal, aber es geht nicht. Nach 20 Minuten muss er raus. Und für ihn kommt der junge Markus Bürg. Wieder Fuchsbichler im Duell mit Brosenik. Kocian, ein großer Triblanski, hier mit Eigner. Und Franz Wohlfahrt. Die Austria muss ja auf Pfeffer verzichten. Eigner von Beginn an dabei. Sekalioglu nicht aufgeboten, weil er im Europacup gesperrt ist. Aber noch einmal dieser Schuss von Tomislav Kocian. Dann eine Zeitlupeneinstellung, wie hart es in diesem Match zugeht. Foul an Walthör, und zwar von Ori, und auf der anderen Seite Peter Stöger und Michael Novak. Viel Einsatz, viel Härte in diesem Match und aus dieser Situation heraus Freistoß für die Austria. Wer wird schießen? Czak oder Stöger? Stöger, gut geschossen und wieder Toast. Peter Stöger, seine angeschnittenen Freistoßbälle. Hier haben wir ihn mit der Nummer 10, sind gefürchtet, aber in der Zeitlupe sehen wir, dass dieser Ball wahrscheinlich über das Tor gegangen wäre. Aber Manfred Trost wieder aufmerksam. 0:0 noch immer in Steyr. Die Austria kann sich daran erinnern. Im Frühjahr gab es eine 1:0 Niederlage hier, allerdings noch mit Trainer Hermann Stessel. Und dann Fußabwehr bei diesem Schuss von Kocian. Aber die Vorwärtsmannschaft wird stärker. Von Minute zu Minute. Michael Novak, und da ist ihm der Ball ein bisschen abgerissen. Aber unglaublich, das Laufpensum von Michael Novak. Aber hier noch einmal der Schuss von Kocian und die Fußabwehr von Wohlfahrt. Einwurf Baraj. Verwirrung in der Austria-Abwehr. Wieder Kocian. Und Novak, ein guter Schuss. Die Leute dachten schon, der Ball wäre im Tor.
aber er ist an die hintere Eisenstange gegangen und ist dann hinter dem Netz dahin gependelt. Wir werden das gleich noch einmal sehen. Verfrühter Toralarm, also noch etwa einer halben Stunde. Michael Novak, der Schütze, noch einmal dieser Schuss. Und da sehen wir, wie die Eisenstange pendelt, Ball nicht im Netz. Dann Stöger. Der eingewechselte Pürk kommt hier an Pfister vorbei. Guter Pass, Hasenhüttl, die Möglichkeit! Und zu überhastet von Ralf Hasenhüttl geschossen. Wieder Manfred Trost im Tor der Vorwärtsmannschaft. Hier Ralf Hasenhüttl, der sich sehr bemüht, der sich sehr einsetzt. Noch einmal der gute Pass von Pürk. Ja, da hätte wahrscheinlich Hasenhüttl ein bisschen warten müssen. Oder hinüberschlenzen in die andere Ecke. Auf alle Fälle kein Tor für die Austria, weiter 0:0. Freistoß Felbermeier. Dann Grinder. Spielt heute im Mittelfeld. Barat steckt Hasenhüttl. Dann Mosic. Ja, und da war noch das Bein eines Austrianers dazwischen. Hier der Bosnier Emir Mosic, zuletzt bei Castellón, gespielt einem Satellitenclub von Real Madrid. Und heute von Beginn an dabei. Und das ist der Pausenpfiff von Schiedsrichter Holzmann vor 6500 Zuschauern im Vorwärtsstadion. 0:0, also noch keine Tore. Aber die Stimmung gut, immer wenn der Tabellenführer, der Meister Austria, nach Steyr kommt. Heute zum zweiten Mal im Einsatz die neue Flutlichtanlage und Franz Markovic auf dem Weg wieder zu seinem Kapphäuschen nach Seitenwechsel. Ja, da hat der Mannschaft einige Offensive eingeimpft. Denn Vorwärts wird noch stärker. Hier ein Foul an Walter. Zwar von Kogler. Noch einmal diese Szene. Franz Wohlfahrt. Gelassen, souverän im Tor der Austria. Und Freistoß, wer wird schießen? Kurz abgespielt von Novak. Grinner aus dem Hinterhalt. Guter Schuss von Gernot Grinner. Der eigentlich bei Vorwärts schon alles gespielt hat. Außendecker im Mittelfeld und zu Beginn sogar im Sturm. Noch einmal, schön abgespielt, gut gesehen von Novak und ebenso schön der Schuss von Grinner. Ja, die Austria kann in dieser Phase nichts zusetzen, Vorwärts immer stärker. Über Pfister. Felbermeier mit einem unglaublichen Laufpensum und Eckball für Vorwärts Steyr. Keine Probleme für Franz Wohlfahrt, dieser Eckball auf Prosenik, aber die Austria tut sich jetzt schwer, den Ball herauszuführen. Schon wieder der Fehlpass. Vukovic, ein umsichtiger Libero. Kotzian, er kann unglaublich viel am Ball. Wieder Kotzian. Guter Schuss und wieder gut gehalten von Franz Wohlfahrt. Das Publikum ist zufrieden, das Match ist dramatisch, obwohl noch keine Tore gefallen sind. Noch immer 0:0. Noch einmal dieser Schuss von Kotzian. Ja, für die Austria ist ja das Match mehr oder weniger die Generalprobe. Heute in einer Woche erstes Europacup-Spiel der Meister in Trondheim gegen den norwegischen Meister Rosenborg Trondheim. Dann ein Foul von Ori. Und zwar an Mosic. Da gibt's Gelb. Ganz klar zu sehen, er stößt ihn da um. Und Freistoß für Vorwärts Steyr. Gespielt etwas über eine Stunde. Felbermeier wird den Freistoß schießen. Normal schießt Herraf, aber er ist ja heute nicht dabei. Angezirkelt und Tor! 61. Minute. Das ist das 1:0 für Vorwärts Steyr und durchaus verdient in dieser Phase. Peter Baratsch, der Torschütze, war lange Zeit verletzt, hatte den Beinbruch, konnte 8 Monate nicht spielen. Und der Manndecker mit dem Kopf via Innenstange geht der Ball zum 1:0 für Vorwärts Steyr ins Netz. Unglaublicher Jubel im Vorwärtsstadion. Peter Baratsch erzielt sein erstes Saisontor. Die Austria kontert. Hier ein Foul an Stöger und zwar von Novak. Noch einmal. Ja, der Einsatz ist groß in diesem Match.
Vorwärtssteier möchte natürlich die Austria vom Thron, von der Tabellenführung wegholen. Freistoß Stöger. Thomas Flügel, aber zu schwach ausgefallen dieser Schuss. Der Ball nicht richtig getroffen. Und keine Probleme für Franz Wohlfahrt. Für Manfred Trost natürlich. So, jetzt Waldhör. Wir haben die Steirer natürlich etwas mehr Platz. Die Austria muss aufmachen. Und wieder Franz Wohlfahrt. Weiterhin 1:0 für Vorwärts Steyr. Das Match hat immer noch hohes Tempo. Jack kommt hier etwas zu kurz. Aber Wohlfahrt ist da. Dann Kogler. Na, Beko, was fehlt jetzt im Mittelfeld? Etwas zurück. Hasenhüttl, Ori. Hat im ersten Match beim 4:1 am Samstag für die Austria ein Tor geschossen gegen Vorwärts. Und wieder Flügel! Guter Schuss von Thomas Flügel. Aber weiterhin 1:0 für Vorwärts Steyr. Pepe Hickesberger notiert wieder. War sicherlich mit seiner Mannschaft nicht zufrieden. Hat das Match jetzt völlig aus der Hand gegeben in der zweiten Spielhälfte. Holt sich jetzt Vorwärts einigelt und die Austria wieder so in der Anfangsphase zu Möglichkeiten kommt. Bekovas. Hasenhüttl, wieder nach Bekovas und dann draußen jetzt. Im Mittelfeld läuft es ganz gut bei der Austria, aber vor dem Tor ist die Mannschaft nicht, einfach nicht effizient genug. Okay. Noch einmal der gute Pass und nach Bekovas ans Außennetz. Abstoß Trost, viele Duelle im Mittelfeld. Ein Foul an Prosenik und zwar von Felbermeier. Und wieder Freistoß. Viele Standardsituationen auch in diesem Spiel. Wieder Freistoß. Wir sehen das noch einmal. Ganz klare Sache. Freistoß Peter Stöger. Und er verzieht. Peter Stöger. Auch ihm gleitet jetzt das Match etwas aus der Hand. Noch einmal dieser Freistoß. Über die Mauer gezogen. Und das sieht auch ÖFB-Präsident Beppo Mauhardt zu. Weiterhin 1:0 für Steyr. Nur mehr wenige Minuten sind zu spielen. Achtung, Ball nicht im Spiel. Wo schaut Schiedsrichter Holzmann hin? Ohne Ball ein Foul von Chuck. Er hatte schon gelb. Gelb-rot für den Libero der Austria in der 89. Minute. Wir konnten das nicht erkennen. Der Ball war nicht dabei. Und Manfred Jack muss vom Feld. Ausstoß also für den Austrianer. Dennoch, der Austria wirft alles nach vor. Wir kennen hier sogar Wohlfahrt im Strafraum der Vorwärtsmannschaft nach diesem Eckball. Hasenhüttl, die Ausgleichschance. Und er verzieht. Das war in der 92. Minute Ralf Hasenhüttl hier. Der Austria will zumindest einen Punkt. Noch einmal, hier sehen Sie in der Mitte Franz Wohlfahrt als Kopfballspieler. Da hätte wahrscheinlich Hasenhüttl nach Bekovas den Ball lassen sollen. Der wäre besser in Schussposition gewesen. Weiterhin 1:0. Die 93. Minute. Novak. Der eingewechselte Koch. Auch ein junger Nachwuchsspieler. Und Achtung, Tor! 93. Minute. Emir Music macht sein Tor. Der Bosnier. 2:0. Die Sensation ist perfekt. Vorwärts Steyr schlägt den Tabellenführer. Mit 2:0 und man muss sagen, durchaus verdient. Noch einmal dieses Tor. Tempiert die Flanke von Koch und Music, kopfballstark, ist zur Stelle. Und Steyr steht Kopf, Vorwärts gewinnt mit 2:0 und damit zu den Interviews. Nach den 90 Minuten, nach den kämpferischen 90 Minuten von uns, muss ich sagen, dass es sicher ein hochverdienter Sieg war. Die Berg- und Talfahrt von Vorwärts wird schon langsam unheimlich. Zuletzt 1:4, heute 2:0. Wir haben in der ersten Phase der Meisterschaft recht gut begonnen. Leider haben wir immer unglücklich verloren. Jetzt haben wir halt wieder zu unserer kämpfischen Leistung geführt und so sind wir wieder zu unserem Sieg gekommen. Es ist so, ich habe vor dem Spiel geraten, dem Zuschauer soll sicherheitshalber in das Vorwärtsstadion kommen. Man weiß nie, wie Vorwärts Steyr spielt. Zu Hause wissen wir, dass wir sehr gut spielen können und es war auch eine Überraschung möglich. Es bleibt dabei, Vorwärts Steyr zu Hause eine Macht. Ich würde nicht sagen eine Macht, aber wir versuchen einen offensiven und angriffsfeurigen Fußball zu spielen und zum Glück gelingt es immer besser.
Aufgrund der Chancenauswertung, der perfekten, hundertprozentigen Chancenauswertung von Steyr, muss ich sagen, ist der Sieg nicht unverdient. Steyr hat zwei Torchancen gehabt und ich glaube nicht einmal zwei, denn ein Eckball ist keine hundertprozentige Chance. Hat die Chancen genützt. Wir haben unsere Chancen nicht genützt und hatten in der ersten Spielhälfte den Gegner total unter Kontrolle. Wir hatten vor der Pause die große Chance, 1-0 in Führung zu gehen. Allerdings haben wir den Gegner und das Spiel nur kontrolliert. Es ist uns nicht gelungen, Druck zu erzeugen und Steyr in größere Schwierigkeiten zu bringen. Steyr hat sich sehr gut verteidigt, vor allem dann in unserer Drangperiode nach dem 0-1. Und deswegen ist der Sieg nicht unverdient. Naja, auf alle Fälle die Austria, die einzige Mannschaft, die Europacup-Generalprobe, also für alle, die im Europacup spielen, nicht erfolgreich beenden konnte. Schauen wir uns also jetzt noch einmal die gesammelten Ergebnisse dieser Rückrunde an. Admira Wacker gegen Rapid 2-0, dann Innsbruck Capillaris Weiland Mödling 4-2, Vorwärts Steyr gegen Austria Memphis 2-0, Stabil Sturm gegen Casino Salzburg 0-2 und der Wiener Sportclub gegen Ecker St. Pölten 1-1. Damit sind wir schon bei der Tabelle. Interessant, dass was den Tabellen, die nicht